Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Ausgabe von WWE Supercard. Ich nehme das Video am Donnerstag auf, das heißt, ihr werdet das echt spät sehen diesmal, Samstag oder Sonntag, weil ich die Woche keine Zeit habe, noch ein Zwischenvideo zu machen. Deswegen jetzt schon mal, ich werde ein paar Dinge sagen, die wir leider noch nicht sehen können, weil das dauert einfach noch ein bisschen, bis das aktualisiert wird. Wir starten erstmal mit der aktuellen Road to Glory. Die Kämpfe sind alle schon gemacht. Ich kann gleich wieder einmachen. Bin aktuell bei Goliath. Wir haben jetzt 7 Uhr ungefähr. Am Donnerstag. Hier, das haben wir alles durch. Dana Brooke auf Bestie. Boah, ich hasse es, dass es immer so bei BlueStacks so abgeht. Macho Man auf Monster, auf Titan. Kofi Kingston, WrestleMania 34, Stone Cold Steve Austin. Asuka, Goliath. Seth Rollins, SummerSlam 18. Wären Pro? Oder ist es sogar schon der dritte? Ich weiß es nicht. Goliath, Woken Matt Hardy, leider kein Pro, aber eine sehr coole Karte. Neon Bo Dallas, das ist so, oh, weiß nicht, ich mag die Karte überhaupt nicht. Werde sie mir aber garantiert holen, also Neon auf jeden Fall. Eigentlich ist mein Ziel Rusev auf, ja, zerstört oder auf Shattered. Shattered hört sich irgendwie geiler an. Rusev. Boah, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass der ausgerechnet hier auf Shattered ist. Aber das ist eigentlich mein Ziel. Ich weiß aber schon aus unserer Gruppe vom Team, dass das sehr schwer wird, weil man mit Gothic Plus nicht mal bis Neon die 10er-Spiele machen kann. Man muss also schon bei der Hälfte von Gothic ungefähr runtergehen auf 6er wahrscheinlich. Also ja, wird ganz schön hart. Wahrscheinlich zwei komplette Karten mit zweier Matches. Boah, weiß ich nicht, ob ich zerstört schaffe. Neon mit Sicherheit, aber zerstört weiß ich noch nicht. Und hier Daniel Bryan brauche ich gar nicht versuchen, weil erstmal Deck zu schlecht und zweitens ist mein Road to Glory Deck so schlecht, dass ich eh nicht um den spielen könnte, deswegen macht es gar keinen Sinn. Ich möchte mit meinem Deck auf jeden Fall auf Neon aufsteigen zur nächsten Woche, damit ich in der Ring Domination an die Shattered-Karte komme, sonst kotze ich irgendwann. Deswegen brauche ich dringend Neon-Karten. Am besten Pros. Ja, nur Neon-Karten bringen mich ja jetzt auch nicht mehr so richtig weiter. Gothic-Pros bringen mich natürlich immer noch weiter. Aber gut, ist halt kein Wunschkonzert. Dann haben wir hier, habe ich auch noch gar nicht gezeigt, oder? Die Gobbledygooker-Fusion. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gezeigt habe. Hier, ja, das läuft noch 5 Tage, 14 Stunden. Normalerweise ist es so, also eine Fusion dauert 4 Tage. Dann bekommt man Gobbledygooker. Diese Karte ist so doof. Aber als Pro wäre die halt schon geil, weil sie einem weiterhilft. Dann bekommt man den halt in 4 Tagen. Das heißt, ich muss in einem Tag und 14 Stunden alle Zutaten zusammenkriegen. Das Gute ist, mittlerweile habe ich alle Zutaten bis auf den Kartoffelbrei. Ja, sogar die Truthahnkeule habe ich mittlerweile. Hab mir auch die ganzen 10 Packs geholt, war nur Scheiße drin, hat mir gar nichts gebracht. Aus den Free Packs habe ich die ganzen Sachen eigentlich gezogen. Und auch vom Board ein, zwei Sachen. Aber wie gesagt, der Kartoffelbrei noch, dann kann ich die erste Fusion starten und hätte dann aber noch Zeit, die zweite Fusion zu starten und Zeug zu sammeln. Im Idealfall. Kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber eigentlich müsste eine laufende Fusion abgeschlossen werden, wenn das Event endet. Somit bin ich noch im Rennen um den Gobbledygooker. Das auf jeden Fall sehr positiv. Royal Rumble bin ich auf Platz 2. Heute Morgen war ich noch auf 1, jetzt auf 2. 4128 Punkte, ich bin hier auf 2. Also 3 Momentum-Slots werde ich mir auf jeden Fall holen. Eigentlich möchte ich hier oben hin, wegen den beiden Packs. Wäre mal ganz cool, aber nicht unbedingt. Also ich habe ja eh 3 Momentum-Slots erspielt. Nächste Woche sind eigentlich auch schon safe 3. TBG sieht sehr gut aus, endet leider erst in 3 Stunden, deswegen kann ich es im Video nicht zeigen. Und ich will auch nicht so lange warten, weil wir haben ja Donnerstag. Ihr seht das Video Sonntag, das heißt, ich müsste ja bis nächste Woche warten, die Packs aufzumachen. Ich brauche aber dringend die Karten. Das Gute ist, wir gewinnen sowieso, das heißt, wir bekommen safe heute noch eine Gothic-Karte, zeige ich euch dann natürlich im nächsten Video. Und ich bekomme safe eine Neon-Karte, weil meine Battle-Points reichen. Auch sehr geil.
Team-Event. Ich kann euch mal zeigen, wie viele Battle Points ich habe. 19.975. Mir fehlen 25 Battle Points. Und ich glaube, ab dann werde ich meine Battle Points einfach aufsparen zur Season 6. Ja, hätte ich das nämlich gewusst, hätte ich das früher gemacht. So sieht's aus. Meine Kämpfe habe ich gemacht. Ist ja auch alles easy. Was gibt's noch zu sagen? Klar, Money in the Bank. Gucken wir auch in die Belohnungen rein, damit wir meine Contracts mal sehen. 26.412 würde reichen für eine Karte. Es wurde bei Twitter schon angekündigt, dass es Wargames sein wird, also NXT Wargames Karten. Keine Survivor Series Karten. Fände ich echt krass. Also Survivor Series, eine der Big Four Pay-Per-Views. Also WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series und Royal Rumble. Das sind die vier großen Veranstaltungen. Und Survivor Series soll nicht dabei sein. Wäre ziemlich krass. Wargames finde ich eine coole Karte. Sehen auch echt gut aus auf dem Bild. Ist, glaube ich, Aleister Black und Johnny Gargano. Aber die sind nur auf Neon. Nur in Anführungsstrichen. Ist ja auch okay, dass die Neon sind. Ich glaube auch nicht, dass wir vier Eventkarten bekommen. Also, dass wir Neon NXT haben und Survivor Series noch extra auf Zerstört. Falls doch, denn das Gerücht geht so ein bisschen um, dann würde ich eincashen. Aber ich cashe nur bei Zerstört ein. Alles andere macht null Sinn. Ich würde vielleicht eincashen, wenn ich einen Gothic Pro oder so hätte. Vielleicht, kommt auf die Preise an. Den dann einmal zu holen, ist eine Überlegung wert. Weiß ich aber noch nicht. Aber ja, ich werde auf jeden Fall keine Neon-Karten holen. Dann sammle ich lieber weiter, weil ihr seht ja auch, ich konnte nur eine Karte holen. Und vielleicht würde es nicht mal reichen für eine Neon Pro. Und die hätte ich dann auch erst gegen Ende des Zykluses. Dann kann ich es auch gleich lassen und 5 Tage warten oder so und habe dann vielleicht eine Zerstört-Karte. Ja, das war's eigentlich zu berichten. Ich kann euch noch ein paar Karten zeigen. Es ist tatsächlich passiert. Ich hatte einen Pull. Ich hatte einen Pull über 200 Resets, locker zwischen 200 und 250. Ich habe ja diesen Counter nicht. Aber 200 und 250 war es safe. Es waren zwei komplette Events, wo ich nichts gezogen habe. Ich habe sau viele War gespielt, sau viel Royal Rumble gespielt schon. Und dann kam irgendwann doch gnädigerweise der Pull. Wir gehen mal auf unser Gothic Deck. Und hier, das sind übrigens die aus den Pack. Die Manager, Gobbledygooker, 3% auf Tempo. Nicht so schlecht, nicht so schlecht. Hab ihn aber leider dreimal gezogen, richtig unnötig. Einmal habe ich ihn festgemacht. Die anderen werden irgendwann so oder so verschrottet. Aber wir gucken mal hier, wie sieht es aus. Genau, Roman Reigns war mein Pull. Bild finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Da würde eher ein anderes noch passen. Werde ich wahrscheinlich auch wechseln, aber ein cooler Pull, starke Karte auf Gothic, kann man mitnehmen. Und in der TBG, in der letzten, die wir gewonnen haben, hatte ich Killian Dane drin. Auch sehr gut, ja, habe ich zwar noch nicht, ein Pro wäre cool, aber das ist ja so die Sache, er könnte bald irgendwann mal in einem Event auftauchen. Das wäre cool. Ansonsten, kartenmäßig nichts passiert, wirklich ganz, ganz schwach. Und es geht ja, es hieß ja, es ist ein Bug und sowas, dass es da Probleme bei Cat Daddy gibt, dass die Pullrate so schlecht ist. Selbst bei Gothic Plus dauert das viel zu lange, weil normalerweise, keine Ahnung, dauert das so 100 bis 120 Pulls oder Resets, bis man seinen Pull hat. Sagen wir es, wie es ist. Es ist kein Bug. Es ist kein Bug. Es ist einfach gewollt von Cat Daddy, um am Anfang der Season Packs zu generieren. Ob das überhaupt sich nochmal einpendelt, weiß ich nicht. Aber selbst wenn die twittern hier, ja, wir arbeiten daran, bla bla bla, es gibt keinen Fehler im Spiel. Es gibt keinen Fehler. Lasst euch nicht verarschen, schon gar nicht von Cat Daddy. Das ist ein richtig räudiger Entwickler. Und ja, das ist ja auch, die sind ja bekannt. Die sind bekannt dafür, räudige Entwickler zu sein, sauschlechte Kommunikation nach außen zu haben und eigentlich richtig beschissen mit ihrer Community umgehen. Trotzdem spielen es sau viele, ich ja auch, spiele es auch sau gerne, aber ja, so komplett verarschen lassen muss man sich dann auch nicht. Es ist komplett beabsichtigt, dass die Leute wenig Karten ziehen
und langsamer vorankommen, damit Packs verkauft werden. Ja, ist ja auch in Ordnung, könnt ihr auch gerne so machen, aber dann kommuniziert das einfach fair und offen und verarscht die Leute nicht immer. Ich hasse sowas. Glauben auch, dass alle dämlich sind. Als wäre es ein Problem, die Pull-Rate zu erhöhen. Bitte, das ist nicht mal aufwendig, nicht mal im Programmcode. Und ich kenne mich eigentlich nicht mit Programmieren aus, aber ein bisschen mit Games. Und programmtechnisch ist das einfach null Aufwand, null. Von irgendetwas, irgendeine Pull-Rate anzupassen, die müssen 3 Ziffern ändern und 1 Prozentzeichen. Und das war's. Mehr muss nicht getan werden. Die sollen also nicht so tun, als wäre das total aufwendig und als würden die da fieberhaft suchen. Wahrscheinlich haben die Montag die Lösung, weil dann geht's ja in Ring Domination und die Leute haben vielleicht noch nicht das beste Deck und dann lassen sie die Pullrate wieder im normalen Level fahren. Eine Sache machen wir noch. Unser Anmeldebonus, den habe ich extra aufgespart. Das ist aber hier cool, finde ich wieder. Gothic-Karte, Superstar, vielleicht sogar eine Diva. Kann man am Mittwoch, ist es Mittwoch? Ja klar, am Mittwoch können wir die aufmachen. Wenn ich mich nicht vergesse einzuloggen, aber das wird eher nicht passieren. Gucken wir mal, erstmal kriegen wir Credits, 150 Stück. Das ist schon mal gut, weil ich habe ein bisschen was für diese Guka-Scheiße ausgegeben. Und SummerSlam 18, eine wertlose Karte wird es sein. Von Nikki Cross und die ist, glaube ich, jetzt auch Pro. Oh, dann ist sie gar nicht so wertlos. Dann ist sie gar nicht so wertlos. Oha, die muss ich vielleicht sogar noch prone. Könnte mich weiterbringen. Wahrscheinlich nicht mehr in dieser Ring Domination, Road to Glory meine ich. Aber vielleicht in der nächsten. Ich bin eigentlich nicht so guter Dinge, dass ich irgendwas Großartiges ziehe. Ja, ihr seht, Gothic +++. Das sind die stärksten Karten. Hat sich nichts verändert. Außer Michael Pierce Hayes, weil ich das Momentum von John Cena weggemacht habe. Ansonsten, ja, war's das fürs Erste, würde ich sagen. Das Video ist jetzt nicht so lang, ist auch nicht so spektakulär, aber möglicherweise wird es nächste Woche tatsächlich nochmal ein Pack-Opening geben. In der Hoffnung auf Neon-Karten. Ich weiß es aber noch nicht, weil ich echt schon sehr viel Geld jetzt reingesteckt habe in die neue Season. Möchte auf jeden Fall die Road to Glory noch abwarten. Und natürlich TBG. Vielleicht ziehe ich ja da einen Pro. Vielleicht ziehe ich einen Neon Pro mit der Battle Point Karte. Werden wir alles sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.